Willkommen zurück zu... Nee, nochmal. Willkommen zurück zu Master of Orion, dem Titel, den wir uns verdienen wollen. Ja, wir sind schon ganz kräftig dabei, eine Flotte aufzubauen. Haben hier bei Tyr erstmal eine große Zahl unserer kleinen Fregatten versammelt. Aber der Bau unserer Dickschiffe, unserer Battleships, wie hier zum Beispiel auf Xandala, der braucht wirklich seine Zeit, bis wir davon ein paar zusammen haben. Und wir haben Romulus kolonialisiert in der letzten Folge, sind allerdings damit noch, kolonialisiert in der letzten Folge, sind damit aber auch immer noch nicht nahe genug an das Psylon. Imperium angekommen, dass also deren Planeten auch in Reichweite unserer Scanner sind. Schauen wir mal, ob wir vielleicht... Ne, die beiden können wir nicht kolonialisieren, die sind toxisch. Und ja, die hier haben wir schon. Das heißt, wir müssen wieder irgendwo hier einen Planeten finden, den wir kolonialisieren können. Jawohl, hier sitzt der Guardian, das wissen wir ja noch. Was ist hier? Das System ist immer noch unbekannt. Okay. Da. Was haben wir hier bei Rion zu stehen? Ah, okay. Da schicken wir mal den zur Erkundung hin. Na, der ist dann in 3 Runden da. Wissen wir, was da los ist. Und, ich würde mal fast sagen, auf Rion bauen wir hier noch Raketenbasen. Wir suchen uns mal noch ein Plätzchen, wo wir ein weiteres Kolonieschiff bauen können. Und das wäre ein Planet, wo wir gerade Fregatten bauen. Mal sehen, ob Pollux dafür in Frage kommt. Ich denke mal, der ist ganz gut gelegen. Da dürften wir den Dampfer auch relativ schnell fertig haben. So, schalten wir hier mal die Produktion um auf das Kolonieschiff. Und das soll natürlich auf Pollux bleiben und nicht erst nach Tyr fliegen. Deswegen hier die Relokation ausgeschaltet. So, wie lange wird das dauern? 4 Jahre. Okay, 4 Runden. Gehen wir einfach mal weiter durch hier. Ja, da wird noch so die eine oder andere Fregatte produziert. Rion hat seinen Schild fertiggestellt. Das heißt, wir können uns jetzt auf den Schiffbau konzentrieren und auf den Bau von Raketenbasen. Dass wir auch hier eine planetare Verteidigung aufbauen. Ja. Falls wir mal schon mal auf dumme Gedanken kommen und wir bleiben einfach wegen der geringen Produktionskapazitäten hier beim Bau von Fregatten, nur dass wir hier regelmäßig auch Nachschub kriegen. Weiter geht's. Im Hintergrund wieder. Aha, okay. Trax haben wir erkundet, keine Planeten. Im Hintergrund wieder Musik von TechnoX, Link natürlich in meinen Kanalempfehlungen. So, Beta Ceti hat sein Populationsmaximum erreicht. Da hatten wir ja ein schweres Erdbeben. Und deswegen wird jetzt auch hier erstmal die Industrie wieder voll aufgebaut. Als nächstes. Und dann geht es auch da weiter mit dem Schiffbau. Schauen wir nochmal, dass wir Beta Ceti vielleicht eine Finanzspritze geben. Auch nochmal so aus der planetarischen Schatztruhe, aus der interplanetarischen. Ein kleiner Obolus. No. Und dann geht's auch in die nächste Runde. Damit halt die Industrie dort möglichst schnell aufgebaut wird. So, Krypta. Krypto. Inferno. Hostile. Okay. Ja,
schauen wir mal, dass und wie es weitergeht. Es ist einfach jetzt die Phase, in der wir produzieren, und der Bau dieser Dickschiffe, der dauert halt wirklich lange. Hyboria haben wir entdeckt. Ein toxischer Planet, also leider nicht kolonialisierbar. Ja, auch wenn er reich an Mineralien ist. Ja. So, und Klystrum. Oh, den können wir sogar besiedeln. Hey, der hat sogar Artefakte. Das heißt, auf dem Planeten ist gute Wissenschaft treiben. Sehr schön. Den müssen wir uns merken, denn der liegt hier auch recht nah dran, in dem Bereich, wo wir also die Psylons vermuten. Und, ha, passenderweise, unser erstes Battleship ist gebaut. Halleluja. Und unser Kolonieschiff. Wunderbar. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. So. Endoria hat seinen Schild fertiggestellt. Kann man da noch Industrie bauen? Ja. So. Und den Rest stecken wir hier auch noch ins Verteidigungsbudget, dass wir hier die Anzahl der Raketenbasen noch erhöhen. Und zwar erstmal soweit, wenn die Industrie voll ausgebaut ist, kriegen wir wieder eine Meldung. Das heißt, ich kann dann auch nachgucken, wie viele Raketenbasen ich bis dahin schon gebaut habe. Ja. Von der Produktion her ist der Planet natürlich nicht so interessant. Und wir sollten mal gucken, dass wir auch das Umweltbudget so weit erhöhen, dass die Bevölkerung noch steigt. Denn da haben wir noch 10 Millionen, 11 Millionen Platz. Ja. So. Jawohl. Dann schauen wir mal, wo unser Kolonieschiff gebaut wurde, nämlich auf Pollos. Da werden wir den Schiffbau dann auch umstellen wieder auf Fregatten, Dickschiffe. Nun, das dauert lange, bis er da eins hat. Deswegen bleiben wir da erstmal bei Fregatten. Ja, da kommt einfach eine gewisse Stückzahl zusammen. Zack, hier noch den letzten Ressourcenpunkt aus der Forschung gezogen. Soweit. So gut, und auch wieder die Relokation eingeschaltet, dass also die fertig gebauten Schiffe gleich nach Tyr geschickt werden, wo sich ja die Flotte sammeln soll, mit der wir dann endlich auf den Guardian losgehen. So, wir werden aber jetzt das Kolonieschiff dann noch losschicken. Und das war Moria, nee. Draka. Ach. Klystron. Das ist eine Psylon-Kolonie. Okay. Das heißt, die können wir nicht so einfach kolonialisieren. Ich hoffe aber mal, dass wir jetzt endlich den Kontakt zu denen hergestellt haben. Den können wir nicht, den können wir nicht, den können wir... Können wir nicht? Mangels Planeten. Geht da nix. Was können wir denn hier noch kolonialisieren? Der hier ist nix. Weil wir haben ja nur eine Ausrüstung für tote Planeten an Bord. Der ist noch unexplored. Dann schicken wir da auch noch mal einen Spion hin, ein Erkundungsschiff. Und oh, wie sieht's hier aus? Den können wir nicht. Oh, den können wir noch kolonialisieren. Ich glaube aber nicht, dass das dann von der Entfernung schon ausreicht, dass wir da dann Kontakt zu den Psylons haben. Andererseits, was ist hier? Der ist Inferno. Wir kommen einfach nicht an die ran. No. Das war ein Planeten haben, der nahe genug dran ist und kolonialisiert werden kann. No. Ob das reicht? Versuchen wir es mal. Also,
Kolonieschiff von Polos nach Liae. Ist das jetzt der richtige? Jawohl. No. Vielleicht ist das ja das der entscheidende Schritt, der uns da noch fehlt, dass wir dann endlich Kontakt zum Psylon-Imperium haben. Soweit, so gut. Haben wir, glaube ich, alles erledigt. Ja, weiter geht's. So, wieder ein paar Fregatten produziert. Ja. Da unten. Oh! Schön. Das wäre auch ein Planet, den wir kolonialisieren können. Toranor, trocken, also arid, Mineral pur, soll das mal nicht stören. Wir wollen einfach in die Nähe der Psylons. So. Incidius hat seinen Schild fertiggestellt. Das heißt, wir gehen auch da jetzt voll in den Schiffbau. Und... Na, wie sieht's aus? Brauchen wir... Nee, Entschuldigung. So. Das ist okay, das fixieren wir. Müssen wir die Industrie weiter ausbauen? Nee. Aber Raketenbasen sollten wir bauen. Ja, und für den Schiffbau... eigentlich die Produktion zu gering, dass wir da jetzt anfangen, die Battleships zu bauen. Ne? Brauchen wir 32 Jahre. Also auch hier erstmal weiter Fregatten, die wir da bauen. Beziehungsweise wir könnten hier schon das nächste Kolonieschiff in Angriff nehmen. Ja. Mit dem wir dann den letzten Planeten da kolonialisieren. Deswegen wäre 4 Jahre für das Kolonieschiff. Das reicht. Oder das passt soweit. Ja. So. Auf in die nächste Runde. Ja, das geht jetzt hier relativ schnell hintereinander weg, weil es einfach darum geht zu produzieren, aufzubauen. Ja. Okay, und da wollen uns die Psylons natürlich aus ihrem Orbit verscheuchen. Nachvollziehbar. Aber deswegen ziehen wir uns da einfach mal zurück. So, jawohl. So langsam trudeln dann auch hier die ersten Battleships ein. Das ist gut. Das gefällt mir. Aber wir haben immer noch keinen Kontakt zu den Psylons. Schauen wir mal, ob sich bei den anderen Rassen was getan hat. Immer mal so routinemäßig. Okay. Dann bitten wir nochmal die Mirschan-Botschafterin zu uns. Ne? Ihr Besuch ist uns ja immer ein Vergnügen. Und ja, wir wollen natürlich weiter dafür sorgen, dass das Verhältnis zwischen uns entspannt bleibt. Obwohl die Meinung, die sie von sich haben, ne, obviously superior race, das wird nicht durch die Faktenlage bestätigt, ne, möchte ich mal meinen. Ne? Total Power. Aber hier fast schon ein Two-Power-Standard. Unbekannte Größe sind natürlich hier immer noch die Psylons, die natürlich technologisch sehr stark sein werden. Vielleicht uns sogar schon auch abgelöst haben wieder als technologisch stärkste Nation. Wir hatten ja vorher mal irgendwann in den Nachrichten ein Ranking. Da waren wir vor den Psylons, aber das ist halt schon eine Weile her. Und wir stecken unsere Ressourcen ja jetzt nicht in die Technik, sondern ganz massiv in den Schiffbau. Ja. Also von den beiden bekannten Rassen brauchen wir uns nicht zu fürchten. Ja. Und, okay, die Psylons, die können eigentlich da unten gar nicht allzu viele Planeten haben. sodass wir da auch, denke ich mal,
wenn es drauf ankommen sollte, unsere Größe ausspielen können. Ja. Soweit so gut, auf in die nächste Runde. Oh, okay. Oh, auf hier errichten wir eine neue Kolonie. Natürlich, wir hätten auch hier No sagen können und dann den Dampfer gleich weiterschicken können. Okay, ist ja nur eine Zeitfrage. Aber Planeten, die ich besiedeln kann, möchte ich natürlich auch besiedeln. Ne? Schon damit die anderen nicht draufkommen. Im Jahr 2554 gründen die Menschen noch eine neue Kolonie. Ah, wir sind wie die Pest, wir breiten uns hier richtig aus. Ja. Und überall, zack, kommt das Männchen und steckt die blaue Flagge in den Planeten. Zack, meins. So, zack, zack. Das war jetzt hier Linie. Da sollten wir natürlich auch dann gleich Kolonisten hinschicken. Am besten auch wieder einen Schwung von Endoria aus. No. Transport. Zack. Und gleich immer so ein Schwung. Ja, 16 Millionen ist ein guter Start. Da kann man schon mal was mit loslegen. Ja. Wir haben ja hier eine Psylon-Flotte, die unterwegs ist. Okay. Ah! Die Psylons kommen uns entgegen. Ah, das ist ein Kolonieschiff. Die werden also diesen Planeten hier, dieses System Trax, leider nicht kolonialisieren, weil es da keine Planeten gibt. Dumm gelaufen, Jungs. Dumm gelaufen. Deswegen schickt man halt vorher Scoutschiffe raus. Hm? Nur mal so als Tipp. Ja, all die Strecke umsonst. Aber, wir sehen mal, der wird noch 3 Runden brauchen, bis er da ist. Das heißt, die Psylons scheinen zumindest für ihr Kolonieschiff noch keine fortschrittliche Antriebstechnologie zu haben. Denn wenn ich mal vergleiche, wenn ich den hier jetzt dahin schicken würde, ja, der ist in 2 Runden da und hat fast die doppelte Strecke. Ja, der hat natürlich 4 Parsecs bewegt er sich pro Runde, also 4 Felder fast, ne? Also das Kolonieschiff zumindest wird keinen besonders guten Antrieb haben. Man weiß natürlich nicht, wie es mit dem Rest der Mekla-Flotte steht. Aber die Chancen stehen gut, dass wir bald endlich auch Kontakt zu den Meklas haben und dass dann endlich auch mal der Galaktische Rat zusammentritt, um über ja, die Vorherrschaft, die Führung in der Galaxis abzustimmen. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken und bauen weiter unsere Schiffe. Ja. Wie sieht es bei Tyr aus? Was haben wir da inzwischen versammelt? Das dürften noch nicht allzu viele Dickschiffe sein. Ja, ja, gerade mal 2. Ja. Das reicht mir ehrlich gesagt noch nicht für den Angriff auf den Guardian, der Orion bewacht. Ja. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass noch keine andere Zivilisation soweit ist. So, wir haben hier noch ein Kolonieschiff ja jetzt gebaut. Das werden wir aber wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Wo ist es? Wo ist es? Fleet. Ah ja, Incidus. Ja. Das werden wir einfach auch mal nach Tyr erstmal schicken. Und auf Incidus die Produktion wieder umstellen. Incidius. Die Produktion wieder umstellen auf ja, Battleships. Wird
nicht viel bringen, ne? 33 Jahre, bis da eins fertig ist. Deswegen die Fregatten, dass wir von denen einfach noch ein paar mehr haben. Und die werden halt eben auch gleich nach Fertigstellung nach Tyr geschickt. Ja, soweit. So gut. Jawohl. Das soll es auch für dieses Mal gewesen sein. Wir werden halt noch ein paar Runden abwarten müssen, na, bis die Psylons hier unten endlich das System erreicht haben, in dem gar keine Sterne sind. Ah, nächste Runde sind sie schon da. Okay. Und dann werden die sich wahrscheinlich auch wieder auf den Heimweg machen. Ja, mit Tränen in den Augen. Aber soll ja nicht unser Problem sein. Ach, siehst du, Mensch. Ja, da fällt mir noch ein, wir brauchen eine Kolonieschiff. Ja doch, wir müssen ja das hier hin schaffen. Das ist aber 10 Parsecs weg. Da kommen wir nicht ran. Das ist außerhalb unserer Reichweite. Ja. Müssen wir mal schauen. Wenn die Psylons nicht zu uns kommen, müssen wir zu den Psylons kommen. Schauen wir mal, wie wir das schaffen. Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Empfehlt mich weiter. Tschüss mit Ö.